Weiter geht es nun mit der Fußball-Plauderecke mit Florian Dietrich, der heute den ehemaligen Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagelmann zu Gast hat. Hallo und herzlich willkommen in der Fußball-Plauderecke. Ich begrüße ganz herzlich den Ex-Bundesliga-Schiedsrichter Peter Gagelmann. Peter, schön, dass du da bist. Schönen guten Abend, hallo. Herzlich willkommen. Du hast eine ganz spannende Vita. Unter anderem hast du 2012 das DFB-Pokalfinale zwischen Borussia Dortmund und FC Bayern München gepfiffen und auch das Finale der K-League zwischen den Pohang Steelers und den Seongnam FC. Gibt es denn weitere Highlights, auf die du so zurückblickst? Ja, wenn man über 30 Jahre Schiedsrichter war, da gibt es viele Highlights. Das ist dann manchmal gar nicht das große Spiel in der Bundesliga oder international. Manchmal sind es auch Spiele in der unteren Spielklasse, die einen sehr nachhaltig dann auch verfolgen. Gab es eins, was dir da besonders in Erinnerung geblieben ist? Ja, schon viele. Aber ich glaube, das erste Herrenspiel, was ich mal gepfiffen habe, das war sehr nachhaltig für alle Beteiligten, weil ich da sehr schlecht war. Am 23. Mai hast du mit 47 Jahren dein letztes Bundesligaspiel gepfiffen. Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und dem VfL Wolfsburg. Hältst du die Altersgrenze mit 47 Jahren für sinnvoll? Also für mich persönlich war es genau der richtige Zeitpunkt. Und ich freue mich heute noch, wenn Leute sagen, Mensch, schade, dass du nicht mehr dabei bist. Ich glaube, es ist das Schlimmste, wenn die Leute sagen, jetzt wird es Zeit, dass er aufhört. Insofern war das für mich genau der richtige Zeitpunkt. Okay, ich hatte vielleicht daran gedacht, dass man diesen Fitnesstest, der ja kontinuierlich durchgeführt wird, dass man vielleicht den laufend ab 47 Jahren engmaschiger macht, weil ein 48- oder 49-Jähriger kann ja sicherlich auch so fit sein wie ein 47-Jähriger. Absolut, das ist nicht ein Kriterium, es gibt mehrere Kriterien, aber die Fitness ist natürlich die Grundlage, die Schiedsrichter haben muss, auf dem Niveau Spiele leiten zu können. Das können alle und hätte ich bestimmt auch noch zwei Jahre länger machen können. Aber wenn man dann auch so lange dabei ist, dann ist auch gut und ich freue mich für jeden jungen Schiedsrichter, der das auch erleben darf. Blicken wir ein bisschen weiter zurück als auf den 23. Mai 2015. Wie bist du eigentlich Schiedsrichter geworden und warum? Ja, das ist schon sehr, sehr lange her. Ich habe natürlich selber als kleiner Junge auch Fußball gespielt hier in Bremen beim SCV, dann beim TuS Warhausen, früher in Sebertsbrück dann auch noch und habe dann parallel einen Schiedsrichterschein gemacht, also einen Anwärterlehrgang für Schiedsrichter. Und habe dann sehr schnell gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht und musste dann gesundheitlich ein bisschen aussetzen mit dem Fußballspielen und habe mich dann mehr auf die Schiedsrichterei konzentriert und habe da sehr schnell gemerkt, dass wir in Bremen eine ganz tolle Gemeinschaft haben. Und da waren wir mit 6, 7 jungen Schiedsrichtern hier in Bremen, die dann alle auch sehr schnell hochgekommen sind in die Bremer Verbandsliga und dann auch in die Oberliga. Ja, und so hat das dann seinen Lauf genommen. Was würdest du sagen, wohin geht die Tendenz? Ist es eher schwieriger als vor 20 oder 30 Jahren auf der Karriereleiter als Schiedsrichter nach oben zu klettern oder ist es heute eher leichter? Also ich glaube, das ist immer schwer, nach oben zu kommen. Jede Zeit hat etwas für sich. Ich glaube, die jungen Schiedsrichter haben jetzt noch mehr Möglichkeiten, auch über die Bremer Region hinauszukommen, durch die Jugendbundesligen, die wir haben. Also auch junge Schiedsrichter, die schon gefördert werden, sind in der B-Jugend, A-Jugend-Bundesliga unterwegs und schnuppern dann mal die große, weite Fußballwelt. Und ich glaube, das ist ein Riesenvorteil für die Jungs. Angenommen, wir hätten jetzt einen jungen, ambitionierten 16- oder 17-jährigen Schiedsrichter hier unter uns. Welchen Ratschlag würdest du ihm oder ihr geben? Auf jeden Fall dabei zu bleiben. Das ist eine Schule fürs Leben, eine große Persönlichkeitsschule, wenn man Schiedsrichter ist. Er stärkt den Charakter und ist häufig in der Öffentlichkeit sehr negativ behaftet. Aber ich kann jedem sagen, dass es ganz, ganz viele positive Erlebnisse mit sich bringt, Schiedsrichter zu sein. Ich spiele selbst Fußball in Amateurbereich, in der Kreisklasse, um genau zu sein, und erlebe es oft am eigenen Leib, dass oftmals die Schiedsrichter fehlen. Und auch als Trainer im Kinderbereich, in der E-Jugend, habe ich gemerkt, dass auch da am Wochenende die Schiedsrichter des Öfteren fehlen. Wie könnte man diesem Schiedsrichtermangel entgegenwirken und woher kommt der eigentlich?
Ja, natürlich, dass eben die Vereine auch Initiative ergreifen und in die Mannschaften gehen und fragen, Mensch, habt ihr nicht Lust, auch Schiedsrichter zu werden, Schiedsrichterschein zu machen? Hat ja eben viele positive Begleiterscheinungen. Einige Vereine geben Beitragsfreiheit. Man kann alle Fußballspiele in Deutschland kostenfrei anschauen. Das ist ja erstmal auch ein Ansporn. Und wenn man dann spürt, dass es dann auch Spaß macht, Spiele zu leiten, also auch Verantwortung zu übernehmen. Aber da fehlt die Bereitschaft häufig auch in den Vereinen. Obwohl die Anwärterlänge bei uns eigentlich alle gut ausgebucht sind, verlieren wir halt die meisten Schiedsrichter nach den ersten Spielen, weil sie vielleicht nicht gut begleitet werden, aber auch vielleicht mit anderen Vorstellungen in so Spiele gehen. Wenn sie damit einmal auf einer Bezirkssportanlage stehen und der Platzwart erstmal noch ein Geld haben will für einen Schlüssel für die Kabine und die Trainer sich eben auch nicht kooperativ verhalten. Das sind die größten Probleme, die wir haben. Ein weiteres Problem ist sicherlich auch die Gewaltbereitschaft junger Spieler im Amateurbereich gegen Schiedsrichter. Da hört man immer wieder Geschichten von den ein oder anderen Betriebssportanlagen und auch die Vereine sehen sich gezwungen, jetzt schon Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Beim ATSV Sebaldsbrück hängt zum Beispiel ein Schild, wer den Schiedsrichter beleidigt oder körperlich angeht, fliegt vom Platz und kriegt Hausverbot. Gibt es weitere Maßnahmen, die man präventiv ergreifen kann, damit Schiedsrichter Woche für Woche ins Amt gehen können, ohne Angst zu haben, verletzt zu werden? Ja, ich glaube, auch da sind die Vereine und natürlich auch die Mannschaften gefordert, eben, wenn sie spüren, dass etwas eskaliert, dass man eben auch eingreift und eben den Schiedsrichter schützt und unterstützt und nicht noch mit draufhaut. Das ist so das größte Problem aus meiner Sicht, dass eben da die Zivilcourage mancher fehlt. Das sehen wir auch im Stadion. Wenn 100 Leute im Stadion Dinge machen, die nicht erlaubt sind, da erwarte ich auch von den restlichen Zuschauern im Stadion, dass sie auch dagegen vorgehen. Und das passiert leider auch nicht. Und so ist es eben im Amateurfußball leider auch. Ein Problem, das auf jeden Fall angegangen und geändert werden muss. Du bist unter anderem auch noch, nachdem du als Schiedsrichter aufgehört hast, in der Sportstiftung Bremen tätig geworden als Vorsitzender. Kannst du doch mal erklären, was die Sportstiftung Bremen genau macht und was deren Ziele sind? Ja, sehr gerne. Die Sportstiftung hier in Bremen, die fördert den Nachwuchsleistungssport. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, eben den Nachwuchssport in Bremen zu fördern. Das heißt also, Vereine können Anträge stellen für Leistungssportler in ihrem Verein. Das kann ein Sportgeld sein, das kann ein Trainingslager sein, was auch immer. Wir schauen dann drauf, ob aus unserer Sicht der Sportler förderungswürdig ist. Und wir freuen uns über viele Spendengelder, dass wir dann das Geld eben auch wieder in den Bremer Sport investieren können. Wir sind eine kleine Gruppe, aber haben eine große Community. Die Wirtschaft unterstützt uns sehr, sehr gut. Die Sportgala, haben wir eben gesehen, ist eben unsere Gala für den Leistungssport, wo wir eben auch Spendengelder sammeln, um den Leistungssport in Bremen zu fördern. Wie ist diese Bereitschaft bei dir entstanden, einfach zu sagen, hey, ich möchte junge Talente fordern und fördern? Wie kam das dazu? Also ich habe den Sport immer geliebt. Der Fußball ist natürlich die große Leidenschaft, aber ich finde Sport an sich spannend und spektakulär. Und ich finde es immer schade, dass eben Sportarten, die nicht so im medialen Fokus stehen, eben auch nicht so gewertet werden in der Öffentlichkeit. Und mir macht es Spaß zu sehen, dass wir in Bremen ganz, ganz tolle Nachwuchssportler haben, die hoch engagiert sind und auch ganz, ganz viel leisten, aber eben nicht diesen großen Benefit haben, wie es im Fußballsport eben der Fall ist. Peter, ich hoffe, dass wir das Thema Sportstiftung Bremen vielleicht in einem alternativen Interview nochmal vertiefen können. Gerne. Ich freue mich riesig, dass du da warst und dass wir über alles rund um Schiedsrichter sein und um die Sportstiftung gesprochen haben. Vielen Dank. Gerne. Ich gebe jetzt ab an den Tresen. Da sprechen wir über die nächste Sendung.